Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Otto. Mein Name ist Patty von dem YouTube-Kanal Obacht und ich habe mir für dieses Jahr folgenden Vorsatz gesetzt. Ich möchte mehr verreisen und ich habe meinem Hund, Mia Mops, schon seit 3 Jahren versprochen, dass ich ihr endlich mal das Meer zeige. Denn seit 3 Jahren wohne ich in Köln und das ist gar nicht so weit bis zum Meer, aber ich habe es einfach in diesen 3 Jahren nicht geschafft. Deswegen ist das für dieses Jahr ein festes Vorhaben. Ich möchte an die Nordsee und bei Kurztrips ist es ja gar nicht so leicht zu packen, denn man möchte ja für alle Eventualitäten gewappnet sein, aber man möchte auch nicht zu viel mitnehmen, am besten auch gar keinen Koffer, sondern einfach nur so ein Weekender. Inspirationen dazu findet ihr übrigens hier. Und da kommt es darauf an, welche Outfits man sich zusammenstellt, am besten mit Teilen, die man untereinander nochmal wechseln und kombinieren kann. Und deswegen habe ich 3 Looks für ein Wochenende zusammengestellt. Und das erste Outfit, das ihr jetzt hier schon mal ein bisschen im Anschnitt seht, das habe ich bereits auf meinem Kanal gezeigt. Das findet ihr nochmal in der Infobox und am Ende dieses Videos. Und das war das Anreise- bzw. Abreise-Outfit. Und jetzt machen wir weiter mit dem Ausgeh-Outfit. Und mein Tipp, um im Winter auch stylisch und schick auszusehen, ohne sich die Füße in Pumps abzufrieren, sind Overknees. Und die habe ich kombiniert mit einem Kleidchen und einem Blazer. Und da könnt ihr einfach ein Sommerkleidchen nehmen, was ihr gerne habt, denn man weiß ja nicht, was der Abend so bringt. Landet man am Ende in der Disco oder geht einfach nur gemütlich essen? Overknees sehen meiner Meinung nach nicht nur toll aus, sondern sie halten auch die Beine warm. Das ist ja quasi wie eine Hose, außer dass untenrum ein bisschen was fehlt. Aber da kann man einfach ein bisschen einen dickeren Schlüpper anziehen und dann ist das auch gegessen. Oder aber, wenn es doch zu kalt ist, kann man da auch gerne eine Strumpfhose anziehen oder einfach eine Thermostrumpfhose. Mal angenommen, ich würde jetzt ganz gemütlich in eine Bar gehen und mich dann noch dazu entscheiden, das Tanzbein zu schwingen. Dann kann ich einfach den Blazer abnehmen, das Kleid ein bisschen hochkrempeln und dann passt das auch dafür. Perfekt für diese Jahreszeit oder auch für die unberechenbaren Temperaturen oder unberechenbaren Vorhaben an diesem Abend ist sowieso der Zwiebellook, einfach ein bisschen mehr anziehen und man kann dann nach und nach so viele Teile lassen, bis es einfach zu den Gegebenheiten passt. Wenn es nicht ganz so schick sein soll, könnte man auch das Jeanshemd einfach offen tragen anstatt des Blazers und dann hat man auch mal eine zweite Möglichkeit. Jetzt haben wir schon das Anreise- bzw. Abreise-Outfit, was sich nochmal mit dem Outfit von eben kombinieren lässt. Da haben wir schon mal mehrere Looks. Dann haben wir das Ausgeh-Outfit von eben und jetzt fehlt noch das Outdoor-Outfit. Da ich mir ja vorgestellt habe, dass ich an die Nordsee fahre, brauche ich auf jeden Fall noch was Warmes, Wetterfestes. Und da habe ich mir folgenden Look vorgestellt. Gegen die frische Brise und gegen kalte Ohren natürlich diese farbenfrohe Mütze von dem Look Nummer 1. Das Jeanshemd lässt sich auch hier wieder kombinieren, einfach unter einem Poncho anziehen oder unter einem Pullover, über den man dann immer noch den Poncho anziehen kann. Hashtag Zwiebellook. Natürlich darf auch eine wetterfeste Jacke nicht fehlen, am besten Fall noch mit Vlies innen drin gefüttert. Und die Leggings aus Outfit Nummer 1 kann man hier auch nochmal super wintertauglich machen, indem man einfach eine Thermostrumpfhose nochmal darunter zieht. Und wenn ich dann noch mit dem Hund wirklich ein bisschen länger draußen bin, in der Natur und es ist kalt und es ist windig, dann brauche ich auf jeden Fall wärmere Schuhe als die Turnschuhe vom Anreisetag. Und da nehme ich einfach warme, gefütterte Winterschuhe. Und da die Füße dann trotzdem kalt werden können, trotz den Einlagen in den Sneakern, würde ich hier am besten zu Winterschuhen greifen. Ich habe mich hier aber für die lammfellfreie Variante entschieden. Ich finde, das muss nicht sein. Das ist jedem seine Sache, aber ich bin dagegen und deswegen tut es für mich auch Synthetik und die sind auch super warm. Und das Outfit an sich ist eigentlich ziemlich trist, ne? Grautöne, grau über hellgrau über schwarz in der Hose. Und da darf natürlich wieder meine Mütze nicht fehlen, die hält die Ohren warm und ist auf jeden Fall auffällig. Und wer von euch kennt folgende Situation nicht? Ihr seid eingepackt wie ein Michelin-Männchen, habt natürlich Handschuhe an, Mütze und seid mit eurem Hund spazieren und er sieht gerade so süß aus im Schnee oder einfach in der Natur und ihr wollt ein Foto machen und das Handy funktioniert natürlich nicht. Die beste Erfindung seit Jahren meiner Meinung nach sind Smartphone-Handschuhe. Damit könnt ihr euer Handy bedienen, als hättet ihr keine Handschuhe an, aber die Hände sind trotzdem vor der Kälte geschützt. Und wie ihr seht, sind das wirklich einige Outfit-Inspirationen, wobei sich die Sachen untereinander auch nochmal mehr austauschen lassen. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt und ihr könnt da variieren, wie ihr wollt. Das war jetzt eine Inspiration von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wird auch bald noch ein Video von mir folgen, in dem ich euch ein paar
Winter-Survival-Tipps gebe, oder Hacks sagt man ja mittlerweile. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal von Otto und schaut auch gerne bei mir auf dem Kanal vorbei. Da findet ihr ja das erste Outfit. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Patty.